mit dem Spiel hier auf Cash, dem vierten Spieltag der 99 Damage Liga Saison Nummer 7, die Knife Round. Könnt ihr jetzt in vollen Zügen auskosten. So, und auch Mantu bewegt sich da noch etwas schleppend nach vorne. Ja, wer wird hier auf Cash auf der CT-Seite starten? Ja, wir einen kurzen Teamschlitz hinterher, dass wir kurze Revanche noch dazu. Absolut fair. Ich denke, das kann sogar einen kleinen Unterschied machen, weil einfach kein Kevlar hier dabei ist. Ja, interessant, da gab es oben an A noch was. Jetzt ist hier Mantu alleine. Ja, und da hat er keine Chance. Alle overdriven. Also mit der Knife Round und damit auch mit der Seitenwahl. Ich denke, sie werden... Oh, sie bleiben stehen. Interessant. Ich denke auch, dass sie auf der T-Seite etwas besser performen werden als auf der CT-Seite. Denn ihre... Denn die CT-Seite, wenn man nicht so viel trainiert, ist echt knackig. Also muss man muss sehr viel Kommunikation und kommunikative Arbeit auch im Vorfeld in die CT-Seite rein investieren, damit die gut aussieht. Und da muss man vor allem auch sehr diszipliniert spielen. Teams, die nicht viel trainieren, spielen meistens eher etwas undiszipliniert und verlieren deswegen auch häufig auf der CT-Seite ihre Matches und dementsprechend auch viele Runden. Aber wir schauen erstmal, wie hier aufgebaut wird. Das sieht so nach einem klassischen A-Split aus, während die Panthers mit drei Leuten an B standen, zwei in der Mitte und JDC schon in den Schacht geboostet haben. Die Smoke wird es natürlich direkt verraten. Flash noch hinterher, aus der Tür raus. Oh, und Dude mit dem Kill durch die Smoke. Mantu hat da auch einen bekommen. Also zwei Spieler, die aus der Tür rausgerannt sind, sind gestorben, ohne dass sie einen Gegner gesehen haben. MRK zielt noch ein bisschen an, damit die Bombe noch sicher gelegt wird. Er geht hinten ins Delta rein. Und jetzt haben wir drei verschiedene Positionen. Ich denke, die Spot-Spieler von Alet Overdriven, die können noch ganz gut zusammenarbeiten. Aber hier fällt gerade der Main-Spieler. Der konnte eh nicht so viel machen. Die Bombe war nicht für ihn gelegt. Dann geht auch noch Sacred down. Oh, und wie schön Mantu da noch MRK weggedrückt hat. Also die Pistol Round, die geht an die Panthers. Auch ohne die Fuse Kit wird JDC hier durchziehen können. Ja, und da holen alle Overdriven nicht mal einen einzigen Kill. Also das ist ein bisschen bitter, aber sie haben zumindest den Bombenplant mitgenommen. Den, wenn wir ehrlich sind, das ist aber nicht so schwer, den in der Pistol Round auf Cash mitzunehmen. Der A-Spot wird einfach sehr gerne auf Retake gespielt. So, wir sehen die erste Waffenrunde von den Panthers. Eine SMG dabei, bei High Kitty. Ich denke, der wird schauen, dass er so viel Geld wie möglich farmen kann, um dann eben schnell auf die AWP zu gehen. Auf der anderen Seite Alet Overdriven macht das ganz gut. Kein Kevlar dabei, bedeutet, ich nächste Runde wird es auf jeden Fall die AK-Round geben. Aber die Teamflash hier auch nicht so gut. Mantu drückt nochmal durch. Schöner zweiter Kill. Schöner dritter Kill noch hinterher. Will auf den vierten gehen. Wird dabei von Sacred geholt. Aber Dude kann nochmal von der Seite zuschlagen. R2, Mantu 3. Und auch die M4 ist da von Teddy mitgenommen worden. 2:0 für die Panthers. Und Alet Overdriven. Die haben jetzt die AKs, wie eben angesprochen. Allerdings nur eine einzige Smoke. Und dafür jede Menge Flashes. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was sie mit der Smoke da anstellen wollen. Erstmal hier, schön getimed von Cup hier. Die Pre-Fire-Shots durch die Smoke. Hat schön gewartet, bis die Smoke eben aufgeht und dann einfach ein paar Mal reingehalten. Da ist Teddy ihm auch fleißig reingesteppt. Aber sie kriegen die Main-Kontrolle bei den Panthers. Mit der Flash nach vorne wird trotzdem wieder Cup, der da rechtzeitig da ist. Zwei frühe Kills für Alet Overdriven, die auch sehr breit aufgebaut haben. So, und das, da ist Mantu in der Main auch noch nach vorne. Geht er da einfach durch? Das wäre schon dreist, aber auch viel zu gefährlich in diesem 3 gegen 5 aus Panthers Sicht. Er geht wieder zurück, in der Tür steht noch Sacred. Und High Kitty wird mit der MP9 alleine an B gelassen. Aber so wie ich das sehe, baut Alet Overdriven auch über die Main auf. Vielleicht noch, ich glaube, sie haben ja ihren Spieler geboostet. Das heißt, MRK könnte hier noch verzögert mitkommen. Er hat versucht, auf dem Kopf von Timbo zu landen und dann eben ohne Step in die Main reinzugehen. Ist jetzt nicht so dramatisch, das hat keiner gehört.
Aber wenn da jemand in der Mitte stehen sollte, dann kann das natürlich schon ein Indiz sein, dass man eher Richtung A rotieren sollte. So, Molotov hier hinten. Mantu muss sich da nicht wegbewegen. Molotov breitet sich da auch noch nicht wirklich aus. Wir gehen jetzt hier nach vorne. Mantu anscheinend immer noch nicht gecheckt. 27 Sekunden. Mantu mit dem ersten, aber bei dem bleibt's. MRK mit dem Trade Kill. Da fliegt nochmal der Molotov auf den Spot, damit man MRK da vertreiben kann. Und jetzt geht JDC nach vorne. Aber wird auch sofort gefunden. Und wie soll Heiki die da noch durchkommen? Sacred hinterher. Dann haben wir die erste Runde für alle der Overdriven. Und die sogar mit 4 Spielern überlebt. Also ich denke, da kann man doch sehr zufrieden mit sein. Vor allem, weil die meisten Spieler hier jetzt einfach nur noch Granaten nachkaufen müssen. Auf der anderen Seite die Panthers, obwohl sie in dieser Runde hier nur einen Spieler verloren haben, haben sie nicht genug Geld zurücklegen können, um direkt nachkaufen zu können. Also müssen sie erstmal in die Eco gehen und das sollte eigentlich recht einfach sein für alle Overdriven. Ja, vor allem mit so einem Smokebank Cup halt direkt wieder reingebankt. Also, wir haben auch heute wieder einen Cheating-Fall veröffentlicht in unserer News in der zweiten Division. Das, was Cup hier macht, das ist zum Beispiel nichts, worüber man sich jetzt wundern müsste. Das ist ein Standard-Spray an einer Standardposition. Gerade wenn da eine Smoke liegt und das in der Mitte, was er vorher gemacht hat, das war einfach nur schön geschossen von ihm. Mit ein bisschen Glück dabei natürlich, dass Teddy da reingelaufen ist. So, Cup mit dem nächsten. Ah, guck mal, das sind schon 4 Kills in 2 Runden für ihn. Teddy. Ah, Teddy, sie hat noch einen bekommen. Teddy hat eine P250. Schöne Nate hier von Timbo. Mit Rechtsklick im Sprung geworfen. Und dann auch sehr tief die Smoke hier reingeschmissen. Ich denke, das liefert da ein paar Möglichkeiten. Und Timbo hat Lust. Geht rein. Auch nicht irgendwie zu früh Richtung A geschaut, sondern erst geguckt, ob da jemand eben an der Wand steht. Und den letzten kriegen sie auch noch weg. Also wieder nur ein Spieler verloren. Das ist richtig gut fürs Geld von Allied Overdriven. Und die Panthers? Ich denke, die eine Eco sollte hier gereicht haben. Ich bin gespannt, wie sie kaufen. Sie machen noch eine Eco. Okay, sehr diszipliniert. Diesmal halt mit ein paar mehr guten Pistolen. Wieder eine Deagle bei JDC, noch ein kleines Kevlar dazu, die CZ. Teddy scheint hier auf die AWP sparen zu wollen. Und spielen ist eigentlich auch relativ standardmäßig. Also einer aggressiv in der Mitte, einer in den Sandbags und zwei am B. Timbo diesmal durch die Smoke. JDC wird sich auch denken, wo kommt denn das bitte her? Hi Kitty diesmal an der Ecke drin. Und JDC wird auch noch gefunden. Also Timbo erledigt den Job. Hat er da genug abgelenkt für Hi Kitty? Steht da mit der P250. Jetzt rotieren auch Mantu und Teddy Richtung B. Mein Hi Kitty kann er ansagen, dass Mantu da auch easy auf den Spot drauf gehen kann, aber. Ja, sauberer Check von Timbo. Auch der Blick nach oben passt sofort. In der Mitte hat Dude noch sein Duell. Auch da gehen die Schüsse ein bisschen am Kopf vorbei. Und bei Allied Overdriven, da geht gut rein. So, Mantu. Hinterm Spot. 1-on-5. Wie soll das bitte lösen? Er hat 12 Schuss. Den ersten geholt, den zweiten geholt. Er müsste eigentlich versuchen, mit den 2 Schuss gar nichts machen. Er geht in den Reload. Es dauert ziemlich lange und Sid ist noch da. Ich denke, mit den 2 Kills können sie insgesamt noch zufrieden sein. Ändert aber nichts seiner Führung für Allied Overdriven. Die eigentlich recht schön breit aufgestellt spielen. Gut von 3 gewonnenen Runden gegen 2 Ecos. Darf man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Man erkennt eine kleine Tendenz an dem Spot, wo sie ihren First Frag machen. Den Spot spielen sie gerne an. Mal sehen, ob das jetzt auch hier gegen die Waffenrunde so läuft. Hi Kitty. Da steppt rein und Timbo lässt ihn da wieder nicht wegkommen. So, die Nate hier gegen Sync macht kaum Damage. Ich denke noch genug, um die M4 zur One-Shot-Waffe werden zu lassen. Aber wer weiß, ob es überhaupt so weit kommt. Diesmal wieder der First Frag an B. Auch direkt der Schachtgang schon eingenommen. Das heißt, jetzt muss JDC mal ein bisschen Steherqualitäten zeigen, aber kriegt den Molotov ab. Muss richtig aufpassen. Sehr viel Damage durch den Molotov kassiert. 36 HP nur noch bei JDC. Ja, an der Tür. Da ist Sacred. Sie gehen auch an kurz nach vorne. Also jetzt eigentlich überall Druck für die Panthers. Jetzt muss auch Teddy von B nochmal zurückschieben und sie müssen JDC da alleine stehen lassen. Die Bombe jetzt auch wieder gepickt und die läuft Richtung B.
Und genau jetzt fängt Sacred an der Tür Stress zu machen. Das ist eigentlich super gespielt. Denn das hält Dude noch mit am Spot. Ich meine, Mantu hat die Position. Da wird Sacred nicht hinschauen. Die Bombe immer noch vor B, 40 Sekunden jetzt. Also wenn man noch A anspielen möchte, müsste die Bombe jetzt rotieren. Aber das wird auf B gehen. Mantu sieht da auch noch einen Spieler in der Mitte. Kann den holen. Teddy mit... Fast nur mit dem nächsten. Er kriegt den nächsten Kill. JDC musste hier noch nicht eingreifen. Teddy kann noch mal gepickt werden. Und JDC und Dude fallen im gleichen Moment. Es ist nur noch Mantu gegen 3. Die Bombe wird für den Schacht gelegt. Und Mantu hat das Problem, erstmal da rauskommen zu müssen. Erster Peak gegen Cup passt. Nimmt die Granate in die Hand. MRK traut sich da noch nicht richtig rumzuziehen. Macht es am Ende trotzdem. Und hat das Glück, dass Mantu überhaupt nicht in die Richtung schaut. Da dachte Mantu, da ist nur einer am Schacht positioniert. Er wäre vom Timing her so schnell da, dass er eben direkt gegen 2 Spieler am Spot arbeiten kann. Denkste, das war falsch. Und Alet Overdriven holt hier die 4. Runde in Folge. Und für die Panthers ist das die nächste Eco. Und das ist gut gespielt von Alet Overdriven. Also wie lange sie Mantu und Dude am Spot, am A-Spot halten konnten. Zusätzlich zu dem First Frag, den sie an B gemacht haben. Und ein JDC, der lange im Molotov stand. Ich denke, sehr gut gearbeitet von Alet Overdriven. Ein kleines A-Setup hier von Dude und Mantu. Mantu hat auch eine Flash, aber da kommt erstmal der Molotov. Oh, sogar... vor die Tür. Wahnsinns-Molly, gut aufgepasst von Cup. Der zielt noch gegen Dude an. Der fällt trotzdem. Teddy kann einen Kill machen. Aber nicht mit Cup. Der hält seine Position und ja, Alet Overdriven. Team Vollgas. Schießt richtig ordentlich um. High Kitty hofft, dass da jetzt noch jemand an ihm... Oh, schöner Schuss von High Kitty. Ich dachte, er lässt ihn vorbeilaufen. Aber piekt schon vorher. Und jetzt versucht er mit der Arcane ein bisschen mehr Schaden zu machen. Wir gucken mal aufs Geld. Von den Jungs rund um MRK. Der sieht noch ganz gut aus. Über die Mitte kommt jetzt langsam Sync hinterher. Aber sie wollen High Kitty da nicht unbedingt rauszwingen. So, jetzt geht Timbo nochmal rein. Das ist der All-In. Und er gewinnt ihn. Ha, und damit auch die 3 Waffen durchgebracht. Die Panthers... Ich denke, kein Problem, dass man die AK jetzt verloren hat. Wäre ganz gut fürs Equipment gewesen, aber muss jetzt halt ohne gehen. High Kitty jetzt auf der AWP. Und auch Mantu hat die AWP übernommen, also ein Doppel-AWP-Setup. Und ich denke, vor allem an B haben die Panthers gerade Probleme. Sie wollen aggressiv spielen, sie wollen alle overdriven, unter Druck setzen. Und ich denke auch, dass eine hohe Rundendifferenz hier eine kleine Rolle spielen kann. Oh, was ein Pre-Fire-Shot da. Die Granate noch hinterher. Hi, Kitty. Gefühlt keine Chance in dem Duell. Hält nochmal rein und macht den Frag. Also, Timbo. Der Anfangsschaden irrelevant. Kann die B-Position nicht halten. Und Hi, Kitty auch sofort mit dem Positionswechsel. Unterstützt die Mitte. Da wartet noch Teddy. Das ist jetzt so das erste Mal, dass Alet Overdriven nicht auf diesem First Frag eben aufbauen kann. Und jetzt soll es geschlossen aus der Main rausgehen. Mal sehen, wie koordiniert das aussieht. Cross-Smoke wird kommen und ich denke, Dude hat eigentlich noch so viele Granaten. Also wenn Mantu sagt, okay, hier ist der Go, schön geflickt noch von Mantu. Zielt den zweiten noch an. Ja, da kommt der Molotov nach vorne. Stark gemacht und der No-Scope geht daneben. Dude kann aber nochmal rumziehen. Jetzt ein 1-on-3 für Sacred. Musste sich da wegdrehen vor der Flash. 30 Sekunden. Ich denke, das ist noch jede Menge Zeit. Hat er erstmal gegen High Kitty gezielt, aber der drückt auch schon ab, bevor Sacred überhaupt realisiert, dass da einer steht und auf ihn wartet. So, die Panthers melden sich gerade nochmal zurück. Das Doppel-AWP-Setup hat hier wunderbar funktioniert. Insgesamt 4 Kills gemacht durch die 2 AWPs. Und ich denke, ein gutes Mittel gegen eine B-AWP wäre ein schneller B-Go. Also wirklich Cross-Smoke werfen. Ja, der Molotov bremst einen selbst ein bisschen aus. Ja, hier die Smoke liegt nicht perfekt in der Mitte. Und in der Mitte close steht Dude. Der hat das Backup von Teddy. Boah, schön, wieder so ein schönes Pre-Fire von Timbo. Aber ganz klar, die Smoke ist auch bekannt. Ja, Dude hier mit leichten Problemen. Er kriegt den Kill noch, weil er MRK an der Smoke überraschen kann. Und...
Frage ist jetzt, wie wechselt man da am besten die Position? Er geht nicht in den Schacht rein. Hätte den Schacht aufschießen können, um das so zu baiten. Lässt ihn aber ganz bewusst zu. Weil Alert Overdriven sich damit natürlich auch nochmal verraten könnte. Ich denke, Timbo hat da gar nicht so wenig Schaden gemacht gegen High Kitty. Aber am Ende bleibt halt stehen, dass die Panthers erstmal eine Zwei-Mann-Überzahl-Situation haben. Und High Kitty hat die Position auch schon wieder verändert. Der zielt jetzt gerade die Main an. Es geht allerdings an B nach vorne. Da steht JDC wieder auf dem Spot. Der kann recht schnell Backup von Teddy bekommen. Das ist ganz wichtig, dass Teddy hier seine... oh, der Doppel-Molotow auf dem Spot. Und JDC verbrennt hier fast. Er rennt noch rein in den Molly. Teddy hat einen Kill gemacht. Und ich wollte die Flash gerade ansprechen. Wenn Teddy seine Flash da eben nicht aufhebt, dann kann er JDC nicht supporten. Aber dieser Doppel-Molotow gegen JDC könnte die Panthers hier die Runde kosten. Da macht Sacred auch noch den Kill gegen den Mittelspieler. Klar wurde da noch auf den Schacht geachtet. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Sinkt und Sacred sind im 2 gegen 3. Und Teddy wartet auf sein Timing, springt runter, sieht, dass Sacred da unten steht. Und jetzt ist Sinkt im Klatsch. 1-on-3 für ihn, hinten vom Spot. Ganz schwierige Position. Er sieht den ersten, aber sie haben sich alle drei gezeigt. Sehr schön rausgebaitet, die ganzen Schüsse davon sinkt. Und da war der Frag zum Schluss doch einer der einfacheren. 5 zu 4, die Folgerunde für die Panthers. Und wir gucken natürlich ganz gespannt aufs Geld von Alert Overdriver. Wir sehen, sinkt noch auf 13.000. Ich denke, da wird jetzt natürlich einiges gelegt. Hat sinkt gut runtergekauft. Das ist das letzte Hindernis für die Panthers vor der vielleicht einfacheren Runde, wenn es in die Eco für Alert Overdriven geht. Aber auch da darf man nicht vergessen, es wird schon wieder, es sind dann schon wieder drei Runden in Folge, die Alert Overdriven verloren hat. Deren B-Play gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und da steht, meine ich auch, High Kitty diesmal in der Mitte. Keine AWP diesmal an B, sondern die beiden Rifles decken das direkt vom Spot. Ich denke, beide auch mit Smokes, genau, ausgerüstet. Das heißt, sobald die Smokes auf den Spot fliegen werden, das sieht gar nicht nach so wenig Training aus. Da sieht man schon. Erster und zweiter Molotow. So, wie reagiert man jetzt hier? Erster Molly gelöscht. Teddy steht nicht drin. Schöne Flash. Aber wo ist denn das Aiming von Teddy? Eieiei. So, JDC stand da bisher immer und er steht auch immer auf B. Also mit dem muss man hier noch rechnen. Hat hier eine wirklich schöne Position, die aber auch recht häufig spielt. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum er hier geprefight wird. Boah, was Kapp gerade wieder für Brett verteilt hat. High Kitty, chancenlos. So, und Mantu, na, die Leiche seines Teammates, nimmt ihm da ein bisschen den Blickwinkel, aber er macht ihn. Smokebang. Immer noch drei Spieler, die es da zu fraggen gilt, bevor man die Bombe diffusen kann. Ich meine, sie haben noch viele Granaten. Ich denke mir mal, dass die Panthers das versuchen werden. Ah, Teddy hätte da halt Minimum einen Kill noch machen müssen. Dann hätte auch JDC da etwas eingreifen können. So, und da ist jetzt einer dran. Mantu hinterher. Will es jetzt unten aufhalten und reicht das noch? Reicht das noch? Jawohl, das reicht! Super starke Aktion hier von den beiden Spielern von den Panthers. Sie haben vorne abgesmoked, also um das kurz nochmal zu erklären, das Beste, was ihr bei einem B-Retake machen könnt, der ist generell sehr schwer. Ihr smoked hier vorne ab und dann schicken sie den einen Spieler nämlich durch, der defused, und der Spieler von oben, der versucht die Spieler unten noch zu beschäftigen, die natürlich hier rauslaufen. Aber das ist eigentlich der Fehler, eine Smoke ist keine Wand. Lauf hier raus, hab direkt den Blick auf die Bombe und verhindere, dass da weiter durchgezogen wird. Da haben sie sich schön vernaschen lassen, die Alert Overdriven Jungs. Also, wenn nur einer aus der Smoke rausgerannt wäre, sie hätten den Diffuse verhindert und damit die Runde gewonnen. Denn man hat direkt gesehen, wie, ich meine, es war Mantu, ja, war Mantu mit der AWP, wie er da eben direkt den Fokus auf den anderen Ausgang hatte. So, wieder zwei Spieler direkt auf dem Spot, diesmal allerdings mit AWP. JDC zielt den Schachgang schon an, sie wissen anscheinend, dass Timbo da schon durch ist. So, und Timbo sieht's. Wird erstmal mit einer Granate arbeiten. Ja, warum nicht? So, die Smoke hier nach vorne. Und der Bang hinterher. Ah, da kann JDC froh sein, dass die HE jetzt nicht mehr drin ist. So, nächster kleiner Anschuss. Diesmal gegen Mantu. Ich denke, die Panthers müssen aufpassen, dass sie nicht früh ihre Spieler an den Spots verlieren. Sieht gar nicht nach so einer einfachen Partie aus, wie es auf dem Papier eben scheint. Sie
Die alle overdriven, Jungs. Ersten Gelegenheiten haben nicht funktioniert. Den Bego wollen sie jetzt nicht nochmal spielen, obwohl ich es nicht verstehen kann. Ihr Bego läuft eigentlich ziemlich gut. Und ja, jetzt geht's vor. So, wieder der Bang da in die Tür. Musste Sacred schon ordentlich leiden. Auch der Gabelstapler-Spieler ist da absichtlich weggegangen. Mantu ist trotzdem geholt worden. Und Timbo mit dem Headshot gegen Dude, der da schon am Van gewartet hat. Ja, der Spothold von den Panthers sieht hier überhaupt nicht gut aus. Das ist ein ziemlicher Standard-Go gewesen, den sie gerade nicht aufhalten konnten. Und alle overdriven. Dann schon mit Runde Nummer 6. Und ich denke auch mit einem kleinen Geldvorteil, den sie da noch mitnehmen werden. Denn allzu viel Reserve, um nicht zu sagen gar keine, haben die Panthers nicht mehr. Also da machen sie es genau richtig, dass sie die drei Waffen eben saven. JDC schön weit hinten und die Panthers. Ja, was will man denn da jetzt noch dazu kaufen? Ich denke, ein Force-Buy macht da schon Sinn. Also, da wird die eine AWP gedroppt für Mantu. Und ansonsten halt Deagle und P250 noch dazu. Aber das ist hart. Also mit nur einer Rifle zu spielen und zwei AWPs. Wenn die AWPs dann nicht direkt treffen oder vielleicht früh ihren Schaden machen. Ah, da sehen wir es. Mantu direkt mit dem Peak in der Main. Aber Timbo will das hier jetzt ausnutzen und Mantu weiß, dass er hier ein Problem hat. Will da schon mal reinpieken und schnappt sich Sink, der da rausläuft. Cup im Sprung da noch den Kill gegen Mantu geholt. Und zielt auch schon direkt an, ob High Kitty da rumzieht. Das war zu erwarten. Bisschen schade, dass da keine Flash in Richtung Cup geflogen kam. Also 3 gegen 3. Und Teddy wird hier auch nicht... Er könnte, meine ich, an die Waffe von High Kitty rankommen. Ja, schön, wie Dude hier noch den Kill gemacht hat. AK liegt hier vorne, JDC. Also sie müssen mit der Tür halt wirklich aufpassen. Dude allerdings nur noch auf 17. Der ist jetzt durch die Nade von Timbo eben down gegangen. Und JDC fällt auch, ist nur noch Teddy an der Deagle. Die Bombe tickt schon zu schnell. Er hat einen Kit. Er hat einen Kit, er geht hin. Er zieht's durch, aber schafft es nicht. Sacred weiß genau, ich muss hier rauslaufen, dann habe ich die Runde gewonnen. Und genau das macht er auch. Und er stirbt nicht mal. Er bringt die AWP noch mit. Das war sehr kurz vor der Explosion. Und die Panthers müssen eine Eco einlegen. Ich hab's gesagt, Cash ist die Map, die alle overdriven hier am besten liegen sollte. Von allen Maps, die wir nun mal im Map-Pool haben. Die Panthers haben sie bewusst drin gelassen, lieber eine andere gebannt. Ich denke, das ist ein kleiner Fehler, wenn man schon den Vorteil hat, dass man mehr Maps drauf hat als der Gegner. Dann kann man auch, sollte man die guten Maps des Gegners auch rausbannen. So, Bombe gelegt, das war ein B-Push, den die Panthers hier gespielt haben in der Eco. Natürlich keinen gesehen, sind auch sehr früh da. Okay, irgendwas hier gerade falsch. Okay, keine Ahnung, was das für eine Kameraeinstellung gerade war. Sollte normal die Third-Person-Cam sein. Also ein einziger Frag geht da noch auf das Panthers-Konto. Und die können jetzt nochmal kaufen. Aber nur noch zwei Runden. Nur noch zwei Runden. Das heißt, wenn sie die jetzt nochmal verlieren, ist da wieder wenig Geld drin. Das wird dann wahrscheinlich eine UMP-Round sein und alle overdriven. Ah, Molotov hier. Macht man gerne als AWP trotzdem drüber schauen, in der Hoffnung, dass der Gegner eben denkt, hier ist erstmal Feierabend am Boost und wenn der AWP da trotzdem drüber lunzt, kann es einen Kill geben, auch wenn man den Schaden dann kassiert. Und das ist es dann allemal wert. So, JDC, B schon ausgeschlossen. Völlig neue Situation für die Panthers. Und auch für alle Overdriven. Die sehen natürlich diese Offensiv-Smoke, die JDC hier geworfen hat. Der spielt das aus dem Sunroom gerne aus. Ich denke nur, dass man das relativ gut checken kann. Als T. Wenn man die Cross-Smoke vorher wirft, die gehört dann noch dazu. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie das angehen wollen. Ja, Doppel-Molotov rein. JDC steht aber so, dass er den nicht abbekommt. Er geht trotzdem raus. Und sie holen ihn. Dadurch muss High Kitty nochmal rotieren. Ja, eine Solo-AWP. Man steht im Solo-Play auf dem Spot halt lieber defensiv. Teddy hat jetzt hier nochmal einen Frag gemacht gegen den Boost-Spieler. Ich denke, High Kitty muss das vom Spot regeln.
Da sind aber immer noch zwei Molotovs dabei, bei Synced und bei Sacred. Das heißt, sie können wieder ihre Molotov-Kombi werfen und da wird Heike wieder ein Problem haben. Der sollte eigentlich jetzt schon wissen, also JDC könnte ihm jetzt schon sagen, da werden gleich Molotovs reinfliegen. 30 Sekunden und das Fenster geht auf. Das ist eigentlich ganz klar. Jetzt wird noch gesehen, dass da jemand in den Schacht reingeht. Hi Kitty wird sowas von brennen in den nächsten. So, sind die Molotovs sind geflogen. Okay, den zweiten, den haben sie anscheinend verworfen. Ah nee, der ging oben Richtung Heaven. Hi Kitty, ja, wurde da gepiekt. Man hatte den kleinen Vorteil auf alle Overdriven, dass man eben etwas weiter weg von der Kante war. Hatte wohl mit dem Bang hinterher. Und die Panthers sollten die Farmers und die M4 hier auch wieder saven gehen. Vielleicht nochmal so ein dreister Diffuse, aber sie haben keinen Diffuse-Kit. Ja, vielleicht noch eine AK, die man mitnehmen kann, aber alles, was hier eigentlich, was hier mehr zu sehen ist, ist das Risiko, dass die Rifles da noch verloren werden. Ja, und Dude hat da jetzt so viel Damage bekommen. Oh, das wird so knackig. Die Flash nach vorne und MRK lässt sich da einfach nicht aus der Ruhe bringen. Mantu nochmal nah am Schacht dran. Der muss auch aufpassen, dass er hier nicht noch drauf geht. Na gut, 10 HP Damage nur an der Stelle und findet aber keinen mehr. So, es war nicht notwendig, die zwei Waffen da jetzt noch reinzubringen ins Spiel von den Panthers. Die Farmers hätten sie wirklich gut gebrauchen können. Ja, mit der vorher hätten sie jetzt sogar vier Rifles gehabt. Da ist nämlich noch eine gekauft worden. Und diesmal haben sie zumindest zwei Diffuse-Kits dabei. Aber es sieht alles danach aus, als würde Allied Overdriven hier doch eine sehr starke T-Hälfte hinlegen. 10 Runden sind gut machbar. So, gehen die Mitte aber diesmal sehr schnell raus. Da wartet Teddy. Erster Pass. Sacred. Oh, eigentlich schön gepiekt von ihm, aber der dritte Schuss, oder vierte besser gesagt, von Teddy. Der geht auch noch rein, also macht zwei Kills mit der Deagle. Aus dem Schacht kommt JDC nochmal dazu. Timbo in der Mitte. Schön auf den dritten Spieler da gegangen. Schöner Triple Kill. Wenn High Kitty unterm Schacht steht, was wohl die beste Position gegen Timbo ist, wenn er da rausgeht. Er kriegt den Kill und den zweiten macht er ebenfalls. High Kitty zum 9:6. Ich denke, mit den 6 CT-Runden werden die Panthers auch ganz zufrieden sein, denn jetzt kommt die etwas schwierigere Halbzeit für Allied Overdriven. Die CT-Hälfte. Jeder Spieler muss jetzt eben stehen. Und ja, geht auch direkt los. So, mal schauen, was gekauft wurde. Dude, Smoke und Doppelflash. Das ist so der Klassiker. Machen sie. Also ist eigentlich immer so. Dude kauft die Granaten, der Rest ist Kevlar. Auf der anderen Seite gar keine Granaten dabei. Das ist gleich, was die Panthers auch gemacht haben. Nur die haben ja eben defensiv A gedeckt und das Ganze auf Retake gespielt, während Allied Overdriven einfach an jeder Position offensiv steht. Aber da ist das Timing für MRK und Cup ist in die Mitte reingekommen. Der zweite Schuss, der braucht ein bisschen, aber der geht noch rein. JDC hat davor trotzdem noch einen Kill gemacht. Sie sind auch durch den Frag von Mantu noch auf den Spot gekommen. Die Frage, wie baut man das jetzt am besten auf? Erstmal wird die Bombe gelegt. Am liebsten hat man da noch einen Spieler am Gabelstapel, aber sie brauchen Kills und vor allem mit solchen Sachen. Aber da direkt die gleiche Position von Synced eingenommen. 2 HP nur noch und Cup läuft nach vorne. Schwierig für High Kitty, stellt sich da ganz gut auf. Wird hier nochmal gebaitet und Cup drückt ihm da Headshot Nummer 3 rein. Die Pistol Round für Allied Overdriven und das ist dann schon die 10. Runde. Aber zumindest der Bombenplan für die Panthers. Da ist noch nicht alles verloren. Und alle Overdriven jetzt zumindest noch diese 2. Runde hier sicher mitnehmen. Die wissen natürlich auch, wie der Hase läuft nach dem Bombenplant. Trotzdem 2 SMGs gekauft. Sind also sehr, sehr selbstbewusst. So, Synced nochmal. Ja, wartet. Also wenn die Crossmoke kommt oder die Steps angesagt werden, zumindest dann hätte er nochmal eine Flash geworfen. Diesmal wird A auf Retake gespielt. Ich denke auch keine schlechte Entscheidung. Und vor allem müssen wir darauf eingehen, die Panthers haben einen Force-Buy gespielt. Obwohl man hier hätte sparen können und eben in der 3. kaufen. Aber wenn sie den Force-Buy eben gewinnen und sie spielen das als A-Split, dann sind da gute Chancen. Timbo, dickes Brett kassiert.
19 HP, Mantu versucht das an der Smoke noch auszuspielen. Oh, und dann wird in die Smoke reingesprayt. JDC noch mitten im Kill. Ich denke, Mantu könnte da so Collateral Damage sein. Ja, genau das passiert. JDC versucht weiter Schaden zu machen. Das wird bestraft. Die Bombe ist noch nicht gelegt und direkt eine Unterzahlsituation für die Panther. Sogar noch weiter verhindert worden, der Plant mit dem Molotov. Jetzt muss man in die Ecke. Sacred geht trotzdem nicht nach vorne. Er weiß genau, wenn Dude hier rausläuft, dann habe ich ihn. Und Dude ist gefangen. Der muss stehen bleiben. Keine Flash für ihn übrig, damit er da nochmal rauskommen kann. Er kann jetzt nicht mehr machen, als stehen bleiben und baiten für den Spieler am Delta, der dann rumzieht. Und auch Teddy versucht da weiter Schaden zu machen. Granate hinten rein, macht nicht ganz so viel Damage. Es ist ja auch Kevlar dabei. Teddy wird gesehen und geholt. Und jetzt können sie natürlich von zwei Seiten auf den Spot laufen. Dude geht down. Cup dann mit rumgezogen. Und das ja, war einfach schwer zu halten für die Panthers. Ich meine, sie nehmen nochmal einen Bombenplant mit. Jetzt können sie wirklich sagen, wir fahren eine Eco. Nächste Runde werden dann auch die AKs mit etwas mehr Equipment gekauft. Dann ist der Loser-Bonus auch schon ein bisschen größer. Plus den Bombenplant aus der letzten Runde. Ja, trotzdem die erste richtige Waffenrunde eben um eine Runde verzögert worden jetzt. Das bedeutet, dass alle Overdriven recht sicher auf Runde 12 kommen kann. B-Push. Denkt ihr, das muss Alet Overdriven eigentlich nicht machen in so einer Runde? Vor allem nicht mit drei Leuten. Am A-Spot steht nur Timbo. Drei MP9s dabei. Das kann sich noch rächen. Die wissen genau, nächste Runde wird da eine Full-Equipped Round dabei sein. So, es geht auf den Spot drauf. Oh, die Bombe! Sie dachten, sie kommen safe drauf und können die direkt offen für die Main legen. Denkst du, das wird durch Timbos kluges Positioning noch verhindert. Und Hi Kitty. Der schießt sich den Weg nach hinten kurzzeitig frei, aber da ist noch eine zweite Welle, die auf ihn wartet. MK mit dem Kill. Das waren drei oder vier MP9-Frags, die wir da hatten. Also ganz ordentlich. Und zwei der MP9s auch weg. Ich denke, dass Sacred jetzt die M4 nachkaufen wird. Zwar immer noch ohne AWP. Die haben aber auch die Panthers nicht. Aber ihr seht, wie gut die Panthers jetzt ausgerüstet sind. Der Einzige, der auf ein bisschen was verzichten musste, war Mantu. Und die Panthers scheinen hier auch direkt ein Argo vorzuhaben, während Alet Overdriven Main-Kontrolle einnimmt. Aber der Step hier wurde gerade gehört. Der Molotov verrät es ja so oder so, dass man hier auch die Umkleide checken muss. So, und Timbo ja, mit den Banks. Sie warten das ganz klug ab bei den Panthers. Das hat schon mal Granaten gekostet bei Alet Overdriven. So, und da ist auch eine kleine Fixpunkt-Flash von Dude. Damit man da eben noch in die Main reinkommt. Und da wird halt erst Main-Kontrolle jetzt angespielt. Der Spieler an der Ecke, den haben sie echt nicht gecheckt. Nein, das ist so ein grober Fehler. Und Timbo und Sync halten dann die Türspieler noch auf. Verzögert geht jetzt Mantu noch mit rein. Die Bombe ist immer noch auf dem Rücken von Haikiti. Aber wir brauchen eigentlich mehr Frags aus der Main. Granate nach vorne. Mantu an der Position nicht erwartet. Peakt da nochmal. Muss jetzt so ein bisschen in den Berserker-Modus umschalten. Ja, sie werfen noch eine Cross-Smoke zum Spot hin. Ja, da ist jetzt aber auch die Akada noch gesehen worden. Mantu geht down und er ist Haikiti, letzter Überlebender. Es wird noch ein bisschen reingebankt. Cup zieht aber von der anderen Seite rum. Und die erste Waffenrunde geht ebenfalls an Alet Overdriven. Ich denke, ein kleiner Fehler von den Panthers, dass sie, genau gesagt von Dude, dass man die Ecke hier nicht gecheckt hat. Nachdem man schon wusste, dass man eben, dass die Spieler offensiv in der Main drinstehen. Wenn man eben aufgepasst hat, hat man auch gemerkt, man wurde da von MP9s zusammengeschossen. Die stehen lieber sehr nah dran als zu weit weg. Ja, und das ist auch dann gut ausgespielt. Alle Overdrive noch mit dem richtigen Read, dass es hier erstmal auf den A-Spot gehen wird. Und halt auch mit vielen Leuten direkt da gestanden. Jetzt ist sehr breit aufgebaut. Alle Overdriven wieder sehr spotfokussiert, lassen die Mitte lieber auf. Ich denke, das ist für ihren Stil, den sie aktuell spielen, gar nicht so schlecht. Auch wenn Cup hier wieder schön Damage in der Mitte macht. Er ist mehr ein Infospieler an der Stelle. Keiner, der richtig Schaden machen muss. Und er macht ihn trotzdem. So, an B geht's auch nochmal nach vorne. Sacred muss zwar dran glauben. Sync hat aber ein super Spray. Macht da zwei Kills und Hi Kitty. Last Man Standing geht down. 14 zu 6. Und da kommt sie. Die Überraschung, die Pause von den Panthers auch.
Kann ich verstehen, denn ich meine, jetzt geht es um die Wurst. 14 zu 6, das ist nicht so, dass man hier irgendwie, dass es hier in dem Spiel um nichts gehen würde. Ich denke, das sind wichtige Punkte für die Panthers um den Kampf für die Playoffs. Ich habe es euch gesagt, was da am Ende noch wartet. Also Planet Key, ein Berserk wartet da auch noch. Also wirklich ein harter Tobak als Restprogramm für Panthers Gaming und alle overdriven. Ja, die versuchen noch auf den letzten Metern sich da Richtung Relegation bzw. Klassenerhalt zu retten. Mit einzelnen Punkten wird das sehr, sehr schwer. Aber mit einem Sieg heute, wenn man also auch die zweite mehr, wenn man noch Overpass gewinnen könnte, und das kann mit dem Momentum von Cash natürlich gut möglich sein, da kann es... mit diesen drei Punkten hätten sie dann wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir stehen hier kurz davor, dass sie einen sicher haben mit der Chance auf zwei weitere. Und die Panthers wollen die Punkte auf keinen Fall verlieren. Aber was sollen sie tun? Also Mitte-Kontrolle, jetzt mit den Granaten, ich denke, absolutes Pflichtprogramm. Vielleicht zu obvious, wenn alle Overdriven mitdenkt, dann wird das, ja, dann wird es einfach so sein, dass sie in der Mitte jetzt wahrscheinlich mit drei Spielern stehen. Ich denke, zwei Mitte, einer A, einer in den Schacht geboostet und dann die B-Kontrolle. Wer weiß, wie weit die Panthers da denken. Ich denke, zu weit sollte man gegen alle Overdriven jetzt auch nicht denken. So, und die Pause ist raus. Also noch nicht ganz. Sollte gleich raus sein. Genau, da haben wir es. Zwei Runden trennen Alet Overdriven nur noch vom Sieg hier auf Cash. Und ich meine, sie haben auch einiges an Geld zurückgelegt. Das sieht wirklich gut aus, ihre CT-Seite. Oder halt ihr CT-Geld besser gesagt. So viel haben wir von ihrer CT-Seite ja noch gar nicht gesehen. So, synkt. Secret da nach vorne laufen. Boah, die Banks von Cup an der Stelle. Die haben JDC tatsächlich getroffen. Mantu, mit so einem frechen Smoke Peak, aber dann eben gegen zwei Spieler. Ich meine, er hat hier wirklich ordentlich Damage gemacht. Zinkt auf 26, Sacred auf 39. Dann gibt es hier aber noch den Türbang gegen Dude. Da fliegt aber auch einiges entgegen heute gegen die Panthers. Das ist echt nicht schlecht, was alle Overdriven hier aim-technisch zeigt. So, einmal kann der Main. Und da könnte die Bombe gleich sogar hinlaufen. Wenn Teddy da nach vorne geht, das könnte der Frag der Runde werden. Vielleicht sogar der Frag der Partie. Und MRK macht den Kill. Er sieht, da kommt keiner nach. Er kann die Bombe hier also für 10, 20 Sekunden kontrollieren. Verbrennt noch fast im eigenen Molotow. Wäre ein dicker 1G gewesen. Und Hi Kitty, vielleicht hat er das sogar gehört. Cup geht also da. Den Cup mit dem nächsten Kill. Timbo beendet seinen Job da durch die Tür. Und Hi Kitty ist alleine gegen 4. Er kriegt nicht mal den Kill gegen Timbo. Er überlebt mit einem HP, 99 Damage auf seinem Konto. 15 zu 6. Das war ein recht einzelner Versuch von den Panthers hier. Also wirklich an allen Positionen alleine nach vorne gelaufen. Da war kein Teamplay. Und jetzt chattet MRK auch noch rein. Dreistigkeit einfach nur. Absolute Dreistigkeit. So, MRK durch die Tür. Sacred mit dem First Frag. Jetzt geht's aber den Schacht schnell rein. So, Hi Kitty, vor allem Mantu mit dem Doppelschlag entgegen. Der ist am Unfallort, ist Cup an der Smoke. Lässt den ersten durchspringen, geht nochmal ins Spray. Und Cup mit dem Molotow zum Spot. Ein 2 gegen 3, jetzt ein 1 gegen 3. Hi Kitty wieder mal im Clutch, aber Cup zieht genau im richtigen Moment rum. Und da ist das. GG, die Bombe kann entschärft werden und damit 16 zu 6. So ein deutliches Ergebnis hätte ich hier nicht erwartet. Die Panthers auch direkt vom Server gegangen, aber das hätten sie gar nicht tun müssen. Es geht gleich auf Map Nummer 2 weiter. Dann auf Overpass auf dem Map-Pick der Panthers. Aber das ist jetzt schon eine bittere Pille, die Panthers da schlucken müssen. Haben hier definitiv schon Minimum 2 Punkte verloren. Vielleicht werden es sogar 3. Wir machen ein kurzes Päuschen. Und dann geht's hier mit der 99 Damage Liga gleich weiter.